Sie alle kennen sicherlich den legendären Western Die drei glorreichen Halunken. Der englische Originaltitel lautet The Good, The Bad and The Ugly. Der Gute, das Böse und das Hässliche oder der Hässliche. Und die heutigen Inflationsdaten hatten genau diese drei Botschaften. Etwas Gutes, nämlich, dass die Fed wahrscheinlich nächste Woche sehr wahrscheinlich die Zinsen nicht anheben wird. Sie hat aber auch eine böse Nachricht, denn der Anstieg der Energiepreise, der schlägt sich ganz deutlich in der Inflation nieder. Und das, was wir im August gesehen haben, das hat sich ja im September nochmal weiter beschleunigt und fortgesetzt mit dem Anstieg der Ölpreise. Und das Hässliche ist daran, dass dieser Anstieg der Energiepreise die Kosten für die Unternehmen immer weiter nach oben treibt, sodass sie dann latent die Preise anheben müssen, um diese Kosten auszugleichen. Oder das Ganze frisst sich in die Marge und gleichzeitig, und das ist das, was die ganze Geschichte so hässlich macht, beginnen jetzt eben die Arbeitnehmer ihre starke Verhandlungsposition durchzusetzen, siehe Autogewerkschaften, und werden deutlich höhere Löhne durchsetzen, was dann den Kostendruck für die Unternehmen noch weiter anhebt. Und diese Kombination ist aus meiner Sicht jetzt kein Grund zum Feiern für die Märkte, aber schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Wir waren höher in der Kerninflation, 0,3% statt 0,2%, 0,6% war die Headline CPI wie erwartet, aber der Vorjahreswert bei CPI war 3,7% höher als die 3,6% erwartet. Und wenn wir uns mal den Anstieg der letzten drei Jahre anschauen, dann sehen Sie hier, da gibt es Gasoline 73%, Fuel Oil 68%, Home Prices 40% und so weiter und so fort. Wir haben also signifikante Steigerungen. Sven Henrik bezeichnet das als die sogenannte Zentralbanksteuer, nämlich die Steuer dafür, dass man hier massiv Geld gedruckt hat und dadurch die Inflation erst erzeugt hat oder so hat explodieren lassen, gleichzeitig dann diese Inflation runtergespielt hat, und als man dann merkte, hups, wir haben ein Problem, musste man eben auf die Zinsbremse drücken. Das kostet dann auch wieder viele Menschen richtig Zukunftschancen. Denn eins ist ja klar, wenn Sie jetzt, sage ich mal, ein mittlerer bis eher nicht guter Verdiener in den USA sind oder wo auch immer, dann haben Sie schon ein Problem durch die Inflation einerseits, aber jetzt hat man andererseits eben auch noch das Problem der gestiegenen Zinsen. Das verteuert die ganze Geschichte dann noch weiter. Also wenn jetzt die Fed die Zinsen nicht angehoben hätte, wäre die Inflation durch die Decke geschossen, der Konsument aus der Kurve geflogen. Jetzt mit Anhebung der Zinsen fliegt er auch durch die Kurve, könnte man sagen. Und hier sehen wir mal diesen monatlichen Anstieg, schon herb, 0,6, größter Anstieg seit Juni 2022, auch wenn das so erwartet war, aber die 3,7 war etwas höher als erwartet, und wir sehen, zum Vorjahresmonat ist das jetzt der zweite Anstieg in Folge, und das gilt auch für die Kernrate, 0,3. Ebenfalls jetzt der zweite Anstieg in Folge, auch wenn der Vorjahreswert erwartungsgemäß auf 4,3% gefallen ist. All das deckt sich Pi mal Daumen mit den Erwartungen der Analysehäuser, wenngleich eben diese 3,7 schon am oberen Rand ist. Hier nur Barclays und Citi hatten das so erwartet, und vor allem Core 0,3, das hatte eigentlich gar keiner erwartet zum Vormonat. Also man kann sagen, die Daten waren eher auf der Oberseite denn auf der Unterseite, aber sie waren halt nicht hoch genug, als dass die Fed jetzt unbedingt sofort die Zinsen weiter anheben müsste. Deswegen sehen wir, September-Sitzung fällt die Wahrscheinlichkeit auf 3%, dass die Fed die Zinsen anhebt, aber für die November-Sitzung wird es eine enge Kiste, Wahrscheinlichkeit bei 41%. Die Sitzung ist ja am 1. November, und so ist, wie Nick Timiraos sagt, das Glas halb voll oder halb leer. Naja, wenn wir die ganzen Komponenten uns mal anschauen mit diesen Energiepreisen, die Lohnforderungen, dann ist das Glas wahrscheinlich nicht ganz halb voll, würde ich sagen, auch wenn eben das Positive ist, wie die Commerzbank auch hier festhält, die Fed kann nächste Woche die Füße wohl stillhalten und die Autofahrer tanken Inflation, aber die Kernrate fällt, aber die fällt halt nur zum Vorjahresmonat, aber der Trend weist jetzt wieder nach oben, das ist das Unschöne. Hier sehen wir alleine Gasoline 5,6 oder Energie 5,6% gestiegen. Für die Hälfte, Gasoline ist für die Hälfte des CPI-Anstiegs zum Vormonat verantwortlich gewesen. Und hier sagt Ulrich Wortberg von der Helaba, das Risiko, dass die Inflation in den kommenden Monaten etwas hartnäckiger ist als zunächst erwartet, ist größer geworden. Daher dürften die Zinserwartungen tendenziell größer werden. Dazu trägt auch die Kernteuerung bei. Dagegen sagt Bastian Häpperle, hier Basisenergiepreise waren ausschlaggebend
bleibt alles holprig, aber dürfte talwärts gehen. Rückläufige Kernrate sinkt den Zinserhöhungsdruck auf die Fed. Naja, vielleicht kann man beide Meinungen gelten lassen. Ich neige zur ersten, denn es ist ja offenkundig so, dass die OPEC bewusst und mit großer Absicht hier die Benzinpreise, die Ölpreise nach oben treibt. Biden hat heute gesagt, focused on cutting energy cost, boosting clean energy. Naja, eins von beiden würde ich sagen. Clean energy ist teuer und das wird die Energiepreise nicht nach unten bringen. Und wie gesagt, das ist durchaus gewollt hier durch die Produktionskürzungen. Man versucht da offenkundig Druck auf den Westen auszuüben und wir sehen jetzt die Folgen, zum Beispiel US Airlines. Da sagt man, wir haben deutlich höhere Fuelkosten, also deutlich höhere Kerosinkosten, das wird ein Problem. Delta Airlines, Southwest Airlines und so weiter sind alle down, aber auch Spirit Corporate oder auch andere Unternehmen sagen, wir haben gestiegene Kosten. Und die Verbraucherpreise kommen da nicht mit. Das heißt, die Kosten steigen für die Unternehmen tendenziell stärker als die Verbraucherpreise steigen. Das geht letztendlich auf die Margen der Unternehmen. Und jetzt sehen wir ja diese Anstiege des Ölpreises im Juli, August und jetzt im September. Und jetzt sind wir auch in der Situation, dass wir jetzt durch den Ölpreis keinen deflationären Effekt mehr haben. Wir haben dann nochmal einen Spike letztes Jahr im Oktober gehabt, viel weiter als ging es dann aber nicht mehr nach oben und dann ging es sehr lange nach unten, aber wir sehen diese Strecke, die ist jetzt gebrochen. Wichtige Komponente Shelter, hier sehen wir, ist jetzt nur noch 7,76, im Vormonat Juli waren es noch 8,03. Jetzt sehen wir also, die Shelter Inflation ist die niedrigste seit November. Das ist natürlich etwas, was dem Ganzen so ein bisschen Erleichterung verschafft. Dazu gleich mehr. Wir sehen aber, dass Transport zum Beispiel jetzt als der Inflationstreiber Shelter überholt hat. Transport, da fließt eben viel Energie oder Transport funktioniert ja nur über Energie. Und wir sehen dann zum Beispiel auch Autoversicherungen 19% zum Vorjahresmonat gestiegen, 2,4% alleine in diesem Monat. Und wir sehen, Shelter ist eben eine Lagging Indicator. Das ist ein Indikator aus der Vergangenheit, weil die Fed ewig braucht, um das überhaupt messen zu können. Und wenn wir uns jetzt mal Echtzeit die ganze Geschichte anschauen, Daten von Redfin zeigen, dass wir jetzt bei den Asking Rents praktisch auf dem höchsten Niveau sind, auf dem wir gewesen sind, nur ganz knapp drunter. Wir hatten im August jetzt $2,052, das sind nur 2 Dollar und 0,1% über dem Wert, den wir vor einem Jahr als Rekord gesehen haben. Wir sehen also die Mieten, die gehen wieder nach oben seit Beginn des Jahres. Das heißt, perspektivisch wird das, auch wenn es von der Fed dann verspätet erfasst wird, wieder inflationär in die Zahlen reinwirken. Und das ist keine gute Nachricht für die Fed und für die Märkte, die sich ja Nullzinsen und jede Menge Liquidität wünschen. Hier sehen wir dennoch, glauben die allermeisten, nämlich 60%, dass keine Zinsanhebung mehr erfolgt und man erwartet überwiegend so in der zweiten Hälfte oder im zweiten Quartal 24, dass die Zinsen sinken. Da wünsche ich viel Glück, außer es passiert wirklich ziemlich Herbes. Wir sehen, wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, Nasdaq mit am stärksten, Small Caps wieder schwach, der WIX über 5% im Minus, aber wir sehen neue Tiefs seit dem Jahr 2001 beim Russell, den Nebenwerteindex, der die amerikanische Wirtschaft wohl am besten widerspiegelt im Vergleich zum S&P 500. Wir sehen einen neuen Bullenmarkt. Wir sehen nämlich auch ein desaströses Niveau, Equal Weight S&P 500, also gleichgewichteter S&P 500 zum marktgewichteten S&P 500. Ist das ein Bullenmarkt, wenn die allermeisten Aktien nicht mitkommen? Da habe ich meine Zweifel. Und einer der großen Treiber der Rallye war ja das Schwergewicht schlechthin, Apple. Und die haben jetzt sensationellerweise auf Geheiß der EU, die sie dazu gezwungen hat, einen USB-C-Charger, während Huawei etwa mit seinem Mate 60 Pro Satelliten-Voice-Calls unterstützt. Also man sieht Apple unwahrscheinlich produktiv, die Bewertung von Apple natürlich gerechtfertigt angesichts sinkender Umsätze, gar keine Frage. Und kommen wir nach Deutschland. Das BIP soll jetzt um 0,3% schrumpfen, nachdem man vorher noch von plus 0,4% ausgegangen ist. Das sagt der böse Hannes Zipfel, der gut bezahlte Kinderautor
Kinderbuchautor Robert Habeck hat sich wohl im Vorzeichen geirrt. Es geht wieder aufwärts, gell? Ja, ganz klar, vor allem mit den Insolvenzen. Hier sehen wir das 20% zugelegt. Mein erster Gedanke, so ein Kommentar auf Finanzmarktwelt von einem Finanzmarktweltleser, als ich die Zahlen und Diagramme sah, na endlich geht es mal mit irgendwas aufwärts hier in Deutschland. Naja, da können wir eigentlich gerne drauf verzichten. China wiederum schießt jetzt weiter scharf gegen Apple und das iPhone. Man spricht von Sicherheitslücken und China wird nicht offiziell das iPhone verbieten. So doof sind die nicht, weil die Gegenmaßnahmen fürchten. Aber man signalisiert der Bevölkerung ganz klar, iPhones sind unsicher, sind ein Allfeindstor, sind ein trojanisches Pferd für die Amerikaner nach China. Lasst das besser. Das ist das ganz klare Signal, das von den Machthabern ausgeht, der in Peking. Und abschließend noch zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Von der Leyen will jetzt den Vormarsch von E-Autos aus China stoppen. Die haben ja eine große Initiative hier vor, verdoppeln jetzt ihren Marktanteil oder haben innerhalb eines Monats ihren Marktanteil verdoppelt. Und jetzt sagt von der Leyen, nö, ist nicht, weil die ja staatliche Subventionen bekommen. Für Konsumenten heißt das, wir sollen zwar bis irgendwie 2030er Jahre keine Verbrenner mehr kaufen können, aber bezahlbare E-Autos, die Chinesen dann liefern würden, die werden verboten, um den Wettbewerb nicht zu verzerren, was dann wiederum den Wettbewerb verzerrt. Erste Empfehlung, es ist wirklich unsäglich. Klar, man muss irgendwie gucken, dass die eigene Industrie nicht untergeht, aber so, das ist Protektionismus pur. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, EZB erhöht Inflationsprognose. Das ist ein Signal, dass die Entscheidung ziemlich knapp wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB morgen die Zinsen anhebt, ist nach dieser Meldung deutlich gestiegen, liegt jetzt bei 50-50 wieder, also total offen. Zwei Empfehlungen, ich sage Servus, ciao.